500 Jahre Reformation hat man gefeiert. Wildhaus ist Teil des europäischen Stationenwegs von wichtigen Reformationsstädten, so steht es im Newsletter. Wenige historische Ereignisse haben europaweit so viel verändert wie die Reformation. Das gesellschaftliche Erdbeben, das vor 500 Jahren von Wittenberg, Zürich und Genf und vielen anderen Orten ausgegangen ist, hat das Miteinander in Europa verändert. Ich denke vielleicht sogar gespalten, das aber später. Ab November 2016 sind unter dem Motto «Geschichten auf Reisen» 68 Orte in Europa von Genf bis Wittenberg verbunden gewesen. Und Wildhaus als Geburtsstätte von Huldrych Zwingli, einem Reformator, hat natürlich hier auch eine wichtige Rolle eingenommen. Vom 21. bis 23. Dezember hat das Geschichtenmobil für 36 Stunden in Wildhaus Halt gemacht. Zeit für viele Aktionen, für Gespräche, für eine lebendige Auseinandersetzung. Wir haben uns auf drei Projekte beschränkt. Wir waren zuerst bei den Schulprojekten, haben geschaut, was die Schüler sich hier erarbeitet haben, wie sie die Zeit von damals gesehen haben. Und wir waren natürlich auch im Zwinglihaus, in der Geburtsstätte von Huldrych Zwingli, und haben geschaut, was sich dort abgespielt hat. Wir waren aber natürlich auch im Hotel Alpenblick, in der Gedenkausstellung aus dem Herkunft und Wirken von Huldrych Zwingli. Diese Ausstellung, die bleibt ja. Und immer und überall habe ich mich gefragt, was gibt es denn überhaupt zu feiern? Ist nicht der Zwingli, der so ein Bibeltreuer war, auch einer gewesen, der die Bibel nach seiner Fasson ausgelegt hat? Hat er sich neutestamentlich orientiert, Jesus, die Versöhnung, oder alttestamentlich Auge im Auge, Zahn um Zahn? Der Zwingli war es doch, der die Röte von Zürich zum Zweiten Kapplerkrieg gegen die Waldstätte gedrängt hat. Mit Feuer und Schwert wollte er das umsetzen und ist dann im Oktober 1531 auch gestorben. Also, wer ist der Zwingli? Was bringt die Reformation? Das ist sicher eine wichtige Auseinandersetzung. Der Bericht soll auch die verschiedenen Ansichten zeigen. Und die Ansichten gehen manchmal weit abeinander. Aber in der Diskussion unter diesen verschiedenen Leuten, mit diesen verschiedenen Meinungen, da der Ernst Jörin, der die Ausstellung zusammen mit anderen gestaltet hat, im Gespräch mit dem Kurt und Alice Bodemann und dem Martin Schmidt, dem Kirchenratspräsident, in deren Auseinandersetzung hat sich gezeigt, es sind friedliche Diskussionen. Der Kapplerkrieg hat eine Zäsur gebracht, wo einmal die katholischen und reformierten Lager etwa gleich stark waren. Und für die Eidgenossenschaft war das ein Glück gewesen. Weil wenn die Innerschweizer Katholiken mit den Österreichern machen wollten, dann waren die Reformierten dagegen gewesen. Und umgekehrt, wenn sie mit Mühlhausen und Konstanz den Wogen wollten überspannen im schmalkaldischen Bund, dann haben die Katholiken wieder protestiert. Und keiner hat den anderen gut mögen, aber keiner hat die Eidgenossenschaft aufs Spiel setzen. Ja, und so haben wir einmal ein bisschen Ruhe gehabt und keinen Krieg mit der ganzen. Ja. Das ist eigentlich das Entscheidende von Kapplerkrieg. Die Schweiz war nicht am 30-jährigen Krieg beteiligt, die Schweiz war nicht beteiligt am schmalkaldischen Krieg, nur weil man damals gesagt hat, man möchte das nur ausfechten. Ja. Genau. Der Professor, wie heisst der Meister, der hat gesagt, der sagt nicht Konsolidierung, sondern der sagt, es war eine Lähmung von der Eidgenossenschaft. Und wieder andere sagen, ja, es war eine aufgezwungene Neutralität, die die nachher hatten. Also auf jeden Fall kann man sagen, die Neutralität, die man dann kann, die ist nicht total allein aus dem Herz gekommen, sondern sie ist ein bisschen aufgezwungen. Und so kriegt man auch trotz unterschiedlichen Ansichten in der Diskussion der Bogen zur Versöhnlichkeit immer wieder. Um Bögen ist es auch bei den Schulprojekten gegangen. Nachher so einen Bogen dran nehmen. Jetzt ist noch da vorne noch mal einen an und hinten einen. Ja, hinten noch einen. In der Mitte einen Strich. Und da weg so einen. Eins drüfte. Jetzt kannst du falten. Und dann kannst du drücken. Ja, unsere Schüler haben sich heute Morgen mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der Schule von damals und früher, oder wie man früher gekocht und gebacken hat, oder was für Werkzeuge, Hammer, Nägel, das man damals hatte. Die einen haben eine Schreibstube gemacht und wir haben auch uns überlegt, was für Spiele das es früher noch gegeben hat, mit was für Materialien das man konnte spielen. Und die Schüler haben sich da mit recht viel Engagement zu ihrem Thema etwas einfallen lassen. Und freuen sich, wenn ein Haufen Leute kommen, das anschauen können. Ja, an diesem Stand haben die Schüler sich überlegt, wie die Familie auch ausgesehen hat und ja, was für Familienformen das es gegeben hat. Ganz interessant ist halt eben das, dass es nicht so ausgesehen hat, wie man sich das all so vorstellt, also die Frau am Herd und so weiter.
denke, das hat den Schülern ein bisschen Aufschluss gegeben. Pure Kind. Früher haben die Schule immer so ausgesehen. Und, ja. Aber es haben sich nicht alle da können leisten. Und viele haben halt müssen zu Hause helfen. Und ja, von klein auf halt schon. Und einmal haben sie ein Baby vergessen und dann hat es huschweiss aufgefressen. Also wir haben uns einfach aufgeteilt. Jede Klasse hat sich etwas auslesen, über was sie nachdenken. Halt wie sie im Mittelalter war, dass sie wissen, es hat noch gar nicht so viel Gewürze gegeben und Herdöpfel war noch nicht bekannt. Einfach so, um zu sehen, in welcher Zeit hat der Zwingli gelebt und was hat ihn vielleicht bewogen, um die Reformation anzuzetteln oder helfen anzuzetteln. Ja, also anzusetzen stimmt ja schon, gell? Es ist ja eine schwierige Sache, die Reformation, die uns angesetzt worden ist. Also, wir feiern jetzt hier ein Jubiläum, wo man... Von Rebellen. Ja, genau. Vielleicht in 500 Jahren sieht man dann gewisse so, heute passiert hier anders, gell? Ja, genau. Das ist durchaus möglich. Ja, was ist die Nägel dort drin, um mal anzuschauen? Was setzt du mit dem auf sich, mit den Nägeln? Irgendwo sind Nägel, genau. Ja, was ist die mit... sind heute Morgen, wie sind die geschmiedet? Ja. Auf einem offenen Feuer. Das hat jetzt aber nichts zu tun mit dem Zwingli und so, über den Wandnagel. Nein, so. Aber einfach um zu sehen, dass es halt sehr viel Arbeit gegeben hat für die Handwerker. Da bist du nicht einfach in die Migros gehen, Nägel posten. Und genau das ist es gegangen, Einsichten heute Nacht zu vermitteln. So kannst du mal gut ankommen, bei den Besuchern, aber auch bei den Schülern. Zum Glück leben wir nicht mehr in dieser Zeit. So, Achtung. Sehr gut. Der Reformierpfarrer Tobias Glaudi hat die Zeit mit Fotos festgehalten, hat viel Freude bereitet, alles. Und eben eindrücklich war, dass man erfahren konnte, wie es in dieser Zeit war, wie man gespielt hat. Oder was hat man damals gebacken? Wie hat man gebacken? Ja, jedenfalls war es eindrücklich, wie die Jugendlichen diese Zeit erfahren haben. Sie haben weniger geredet, aber verinnerlicht. Man hat das Gefühl, sie leben das richtig. Und ich glaube, sie sind froh, dass sie heute leben und nicht vor 500 Jahren. Also zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert sind 30.000 bis 60.000 Leute oder Hexen hingerichtet worden. Denn, heute werden immer noch Hexen hingerichtet, zum Beispiel in Afrika, Asien und Lateinamerika. Denn vor allem hat man sich gedacht, dass sie Hexen sind, weil zum Beispiel weil Tiere gestorben sind, wegen Krankheiten oder wegen sonst. Gerüchte und man konnte es nie recht beweisen. Also meistens halt einfach hat man es gedacht und ja. Früher haben die Leute immer gefoltert und da sind die verschiedenen Folterarten. Zum Beispiel haben sie die Füße verbrennt oder sie an den Händen zusammengebunden und aufgehängt und dann haben sie halt die Hände gebrochen. Und weiter zum Beispiel hier ist einer, der notiert alles, also wie es gefoltert haben. Und bei dieser Person hier haben sie den Körper durchbohrt und dann sind sie an Verblutungen gestorben. Dort haben sie die Leute ins Wasser, also im Fluss geworfen. Danach, wenn sie überlebt haben, dann hat man gewusst, sie sind Hexen. Und wenn sie gestorben sind, sind sie unschuldig gewesen. Starker Tobak. Gestorben also ist man dann auf jeden Fall. Manuela Gisler hat mit ihren Schülerinnen und Schülern das behandelt und hat zuerst mal auf das Wissen der Schülerinnen und Schüler zurückgegriffen. Ja, also wir haben eigentlich angefangen mit dem Vorwissen der Schüler. Einfach mal, was wissen sie überhaupt über Hexen? Und da ist viel so von der Märli-Figur Hex gekommen. Der, den ich von der Anna Göldin, wie man das hier hinten sieht, erzählt habe, der Schüler, ist schon... Sie waren geschockt, aber sie waren auch recht gefesselt. So, wie kann das passieren? Wie geht das überhaupt? Und ich hatte das Gefühl, so, sie waren nicht richtig gefasst. Und haben es irgendwie gar nicht verstehen, wie so viel passieren konnte. Aber wie man sieht, sie sind irgendwie begeistert, das bereichert auch, gell? Das Wissen danach über das, was vorher war. Ich denke es ja. Ich meine, aus Fällen lernt man. Und es gibt ja heute sogar noch Hexenverfolgung in gewissen Ländern. Und darum denke ich, es ist einmal gut, so etwas Düsteres und so etwas Dunkles zu sehen.
Ich höre bei dir jetzt einen halben Glarner Dialekt raus. Urner Dialekt. Urner? Ja. Dort war der Zwingli nicht. Aber wenn man das einmal ein bisschen anliest, oder was der Zwingli alles gemacht hat, jetzt feiern wir die 500 Jahre. Genau. Ist noch ein bisschen schwierig, gell? So als Lehrerin, das in der Schule als etwas sehr Positives zu verkaufen. Also ich denke, die Hexenverfolgung an sich definitiv ja. Aber es gibt ja auch positive Aspekte, wie mit dem ganzen Umbruch und alles. Und was da alles passiert ist, ist auch noch interessant. Und ich denke, das ist wichtig, dass sie das sehen, dass Umbrüche passieren und wie die passieren. Applaus für die Lehrerin und das nicht einfach etwas gespielt, sondern bei allen Posten hat man merken, es war wirklich etwas Spezielles gewesen, die Reformation erleben und eben auch begreifen. Und das hat man eben auch machen. Wissen, weitergehen. Jetzt kommt hier noch so ein schräger Strich, wie sie hier auf der Anleitung sind. Und jetzt M, da machen wir zuerst auch wieder so einen geraden Strich wie beim I. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, es muss wirklich eine schöne, runde Linie sein, wie beim Ohren. Man fängt hier innen an und geht aber wieder rauf und dann unten ein bisschen schräg raus. Ja, das ist sehr schön. Und jetzt hier oben auch wieder rein und so. Also ja, wie beim vorherigen. Ist es schwer, um das zu schreiben? Also am Anfang schon, da muss man es richtig halten können. Für Linkshänder ist es auch mega schwer, weil die müssen sehr viel umgewöhnen und so. Und jetzt haben Sie hier Leute, gell, die ihr beibringen, da können Sie es oder ist es schwierig, um das zu vermitteln? Es geht noch. Warum sind Sie da? Ich interessiere mich für das Reformationsjubiläum. Ich denke, die Reformation war etwas sehr Gutes. Ob das Endergebnis sehr gut ist, da zweifle ich daran. Es war die Kirchenspaltung. Das hätte ja nicht müssen sein. Und vielleicht auch nicht die kämpferische Art vom Huldrych Zwingli. Zum Beispiel. Beide Seiten hätten ein bisschen nachgeben müssen. Und dann hätte es vielleicht keine Kirchenspaltung gegeben. Die Reformation ist etwas Gutes. Die Kirchenspaltung ist eine der grössten Tragödien vom Abendland. Und jetzt feiern wir das noch? Und jetzt, das darf man feiern. Muss es einfach im vollen Umfang werden. Das darf man feiern. Wie wäre die katholische Kirche dran, wenn es keine Reformation und keine Gegenreformation gibt? Das ist ja nicht auszudenken. Ja, wir sind jetzt hier von der Schule. Da und wir also haben hier aufgeschrieben von früher und heute. Ja, es geht halt darum, was früher und heute so passiert ist. Zum Beispiel früher noch sind halt Kinder teilweise geschlagen worden und das ist halt heute nicht mehr so. Und hier sieht man halt die verschiedenen Kärtchen. Die grünen sind von der heutigen Zeit und die orangen von früher. Wir versehen hier vom Mittelalter. Früher sind halt viele Kinder und Frauen gestorben. Also an Totgeburten oder an Verblüten. Früher waren die Häuser relativ gross und die Familien haben auch sehr grosse. Also die Familien waren gross und wir haben mit mehreren Generationen in einem Haus gelebt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Man ist heute eigentlich nur noch mit den Eltern und die eigenen Kinder sind in einem Haus. Eine interessante Veranstaltung. Reformation wirklich erlebt. Viele Erkenntnisse gewonnen dank der Reformation und das 500 Jahre später. Und dann war die Veranstaltung vorbei gewesen. Der Tobias Claudi hat die Schülerinnen und Schüler dann entlassen mit Wort über Huldrych Zwingli. Der konnte noch recht unangenehm werden, wenn ihm was nicht gepasst hat. Aber nur so war er durchsetzungsfähig. Also, vieles von dem, was heute unser Leben ist, hat damals seinen Anfang genommen. Ihr habt reingeschnuppert selber und bei den anderen tipptopp gemacht. Kommt jetzt gut nach Hause und dann frohe Weihnachten. Reformation und das in 3 Tagen komprimiert, das ist ein Stress für Kirchenröter. Martin Schmidt aber hat sich für uns Zeit genommen. Was bedeutet dir die Reformation? Also, ich finde es eine Standortbestimmung. Wir sind jetzt die 500-Jahr-Generation und haben die Möglichkeit, nach vorne und nach hinten zu schauen und überlegen, was das heisst, reformiert sie, Reformation, reformierte Kirche. Das wissen ja auch viele reformierte Nummer, was das ist. Und das bedeutet für mich so, ja, Standortbestimmung. Gell, bist du ursprünglich ein Deutscher? Bist du Lutheraner oder bist du... Ja, ich muss es noch komplizierter machen. Ich bin uniert. Also, das ist eine Mischung aus reformiert und Lutheraner.
Und das ist ein grosser Unterschied, gell? Ob man jetzt so ein bisschen Zwinglianer oder Lutheraner ist, oder? Also zwischen Lutheraner und Zwinglianer sind doch einige Unterschiede. Die Reformierten sind so, die Unierten sind Brückenbauer, sind so zwischendrin. Aber ich fühle mich jetzt nach 25 Jahren, wo ich in der Schweiz daheim bin, eigentlich mehr als Reformierter als Lutheraner. Jetzt feiern wir 500 Jahre Reformation, wir wissen aber auch, der Zwingli war ein kämpferischer Mensch. Also hat nicht zuletzt auch der zweite Kappelerkrieg mit der Zürcher Röd begründet. Also ist ein Grund zum Feiern? Frage, was heisst feiern? Wenn du deinen Geburtstag feierst mit 60 oder 70, schaust du auch zurück und bist vielleicht dankbar für das, was du erreicht hast, aber man würdest vielleicht andere Sachen auch wieder neu beginnen, neu anfangen. Und so ist es mit der Reformation auch. Ich glaube, wir müssen zurückschauen, was damals passiert ist. Und das war ja nicht nur die Reformation. Wenn jetzt der Gutenberg den Buchdruck nicht erfunden hätte, oder? Dann wäre vielleicht vieles von dem nicht passiert. Und Jan Hus hat 100 Jahre vorher schon die gleiche Idee gehabt. Und ich sage immer, die Reformatoren, die haben so ein paar Stöpsel gezogen und dann hat es einfach eine Riesenbewegung gegeben. Und dann ist das einfach sind sie auch mitgespült worden. Aber das heisst, man darf es immer auch kritisch anschauen. Oder man muss es vielleicht sogar, oder? Unbedingt. Also, ich finde, es muss eine Mischung sein zwischen Feiern und Kritik. Weißt du, du kannst dich nicht immer nur selber zermartern. Das können die Katholiken besser, Sachen feiern. Wir Reformierten, wir sind immer am Überlegen, ja, hätten wir und sollen wir und müssten wir. Wir reflektieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen, sage ich immer. Wir haben sicher viele Sachen falsch gemacht, aber die Zeiten für einen Neuaufbruch dort mal, die waren sicher da. Und man muss ja unglaublich diplomatisch sein, sozusagen, mit Medien, die einen beobachtet und so weiter. Also, der Zwingli hat es heute wahrscheinlich sehr, sehr schwer, oder? Ja, genau. Also der müsste wahrscheinlich im Facebook sein und über Twitter und über Instagram und so versuchen zu kommunizieren. Aber weißt du, vielleicht ist der Buchdruck damals eine ähnliche Revolution gewesen wie heute die neuen Medien. Und wir müssen uns heute auch den neuen Medien stellen, in einer Zeit, wo keiner mehr liest. Wir müssen uns überlegen, wie können wir das, was die Bibel hat wollen, die Evangelisten haben wollen, auch die Reformatoren haben wollen, wie kann man das verbreiten? Und das ist sicher eine Herausforderung in der heutigen Gesellschaft. Ein geerdeter und irdischer Präsident, der Martin Schmidt. Vielleicht auch fast ein bisschen einer wie der Huldrych Zwingli, einer, der klare Worte findet. Vielleicht ein bisschen diplomatischer, aber er kann das schon sagen. Wenn man das Haus anschaut, das alte Haus, es ist 500 Jahre her. Was kann man schon sagen, was vor 500 Jahren genau war? Man kann es nur erahnen. Und gleich ist interessant, das Geburtshaus vom Huldrych Zwingli anzuschauen und sich da reinzuversenken in die Zeit vor 500 Jahren. Und ich habe zugelassen. Ja, da hat er eben gesagt, genau wie du sagst, Jesus hat mit diesen 12 Jüngern Abendmahl gefeiert. Was hat er denn gemacht? Ich habe die Füße verdammt gewaschen. Ja, warum hat er die Füße gewaschen? Ja, weil er eben für das letzte Mal dort gegessen hat und nicht die anderen irgendwie loben oder so. Ja, ja. Vor allem, er wollte zeigen, Demut, weißt du? Los noch. Grüezi. Können wir auch hören? Ja, ja. Danke. Aber ich hoffe, es sieht für sie auch weg. Schon gut, ja. Ja, auf alle Fälle, er hat mit dem zeigen, weißt du, wie man die Schuld des Menschen wegnehmen kann. Er hat demonstriert mit dem Füßwäschen. Und dann, was hat er noch gemacht? Ja, jetzt Brot gebracht und Wein ausgegeben. Genau. Und was hat er am Schluss gesagt? Das ist eben das ganz Wichtigste. Einer von euch wird mich töten. Das hat er auch gesagt. Und er hat gesagt, tut dies so oft wie dies tut, zu meinem Gedächtnis. Und das war ein Gedächtnis für sie. Und bis heute für uns. Und bei den Katholischen ist es andere Umwandlungsfeier. Dort tut der Priester den Wein trinken und die Leute haben einfach die Hostie. Und Jesus wird umgewandelt. Das ist die Wandlung. Ihr habt vielleicht schon die Ministranten gesehen, die glücklich. Das ist die Umwandlungsfeier und bei ihm ist es ein Gedächtnisfeier. Und das ist Reformation. Das ist eigentlich was der Zwingli wollte. Er hat gesagt, Jesus hat so gesagt und so mache ich es.
Sich mit der Reformation und dem Huldrych Zwingli in seinem Geburtshaus beschäftigen, ist etwas ganz Spezielles. Da können einem sicher noch andere Gedanken, man versteht vielleicht auch gewisse Zusammenhänge besser. Gegenüber im Hotel Alpenblick gibt es jetzt aber die Gedenkausstellung vom Ernst Döring zusammen mit anderen konzipiert. Eine Gedenkausstellung eben auch zum Wirken vom Huldrych Zwingli. Eine Gedenkausstellung mit vielen interessanten Informationen, die jung und alt fasziniert. Welche Ausbildung hat er gehabt? Der Ernst Döring ist fasziniert von diesen vielen Leuten, die hier vorbei können. Wirklich etwas, was jung und alt fasziniert. Hier begrüßt der Thalis und der Kurt Bodemann. Also aus dem Werdenberg können Leute her, von weit her können sie, und sie interessiert, was hat der Zwingli gemacht, wie hat er tickt, wie hat er denkt, wie ist die Reformation zustande gekommen. Unglaublich viele Informationen, die man sich hier erwerben kann. Und der Ernst immer mitten drin, immer bereitwillig für Auskünfte. Ja, Ernst, jetzt sind wir hier in der Ausstellung drin, die du konzipiert hast. Ein Haufen Leute hat es hier. Wie bist du auf die Idee zu dieser Ausstellung gekommen? Ja, also da bin nicht ich allein auf die Idee gekommen. Da waren wir ein ganzes Team von etwa 4 Personen, die gesagt haben, in 3-4 Jahren, wenn die Reformationsjubiläumsaktivitäten stattfinden, dann möchten wir hier oben, wo der Zwingli auch geboren ist und herkommt, etwas Spezielles haben. Und dann haben wir 2 Jahre zuerst Konzept gewälzt hin und her. Das ist ein langer Kampf. Der hat die Idee gehabt, die andere hat dieselbe Idee gehabt. Dann haben wir ein Projektteam gebildet, wo auch der Vertreter der Kantonalkirche, der Heiner Graf Kirchenrat, dabei war. Und mit dem haben wir nachher dann gezielt auf die Ausstellung eingeschafft. Du bist ja ein Pfarrersohn, gell? Also ist dir das noch ein spezieller Anliegen gewesen, so etwas zu machen? Oder hat es mit dem gar nichts zu tun gehabt? Ja, mal, es hat natürlich schon zu tun gehabt, weil ich mit dem aufgewachsen bin und meine Eltern schon für diese Sache eingestanden sind. Du selber bist ja eher technisch orientiert. So. Aber eben, also das heisst nicht, dass man den Glauben verliert oder irgendwie sich dem abwendet. Nein, du. Maschinen, also Messanlagen, exportieren in die Automobilindustrie, um den Fischstall zu messen. Und das ist mein Job und mein Geschäft. Aber die Verbindung und die Verwurzelung zu da oben, zu der Heimat in Wildhaus, ja, ich natürlich behalten, und da ist der Zwingli auch dabei. Was denkst du so vom Zwingli, jetzt so rückblickend, so auf die heutige Zeit transportiert? Er hat ja schon gewisse Sachen gemacht, die man heute weiß. Also wir zwei dürften das nicht machen, kämpfen wir aber schön dran, nicht? Ja, also das Wahnsinnige für uns heute ist, wenn wir das Leben vom Zwingli hier anschauen. Das ist die Frage, wie hat das technisch, finanziell können ablaufen, dass der in diesen wenigen Jahren so in ganz Europa herumgekommen ist, studiert hat und der kennt hat. Also der Zwingli hat erstens Vermögen müssen haben von daheim. Das kommt aus dem Import-Export-Geschäft mit der Lombardei, schon vom Grossvater her. Und zweitens, er hat ein sagenhaftes Netzwerk müssen haben. Sonst wäre ja das nie möglich gewesen. Er hat ja keinen Anteil gehabt oder nicht den Wiener Walzen nehmen und schnell auf Wien. Und das alles kann man dieser Ausstellung anschauen? Das kann man hier anschauen und ist hier dokumentiert, ja. Bist du hin und wieder auch hier? Ja, ja. Ja. Und könnte man es dir auch mal anrufen? Ja, selbstverständlich. Da können wir gerne. Es ist sehr interessant, aber es braucht Zeit. Man muss sich auch mit den Details beschäftigen. Aber dann kommt man miteinander ins Gespräch. Es gibt interessante Diskussionen, nicht nur über die Reformation. Die Katholischen mussten immer zahlen. Aha, jetzt wissen wir es also. Ja gut, also wer es genau will wissen, muss eben selber recherchieren. Das Zwinglihaus und die Ausstellung gegenüber im Hotel Alpenblick, die sind zu diesen Öffnungszeiten zum Besichtigen. Und nochmal, es ist wirklich sehr, sehr interessant und man muss sich wirklich Zeit nehmen, um eben die Reformation zu greifen und auch zu begreifen.